Kunststoff- und Kautschuktechnologe. Langer Name, wichtiger Job. Du planst und steuerst die komplexe Produktion von Kunststoffen mit besonderen Eigenschaften. Diese veredelten Kunststoffe werden überall eingesetzt. Windräder, Autos, Schläuche und Rohre, Prothesen, Spritzen, Brillengläser oder Kontaktlinsen. Das alles gäbe es nicht ohne Kunststoff. Du lernst, welches Produktionsverfahren für welche Kunststoffe das Beste ist. Du checkst die Qualität der Rohstoffe, erstellst die richtige Mischung, arbeitest an großen technischen Anlagen und steuerst den kompletten Produktionsprozess. Damit bist du für die Qualität des Produkts verantwortlich. Für die Berufsausbildung brauchst du einen guten Realschulabschluss und Interesse für Mathe, Physik und Chemie. Hammer, Schraubenschlüssel und Waage sollten dir auch nicht fremd sein. In der Ausbildung verdienst du von Anfang an über 1.000 Euro im Monat, hast 30 Tage Urlaub im Jahr, bekommst Urlaubsgeld und hast eine Übernahmechance von über 90%. Mehr erfährst du auf dem Chemie-Azubi-Blog. Da gibt es alles zum Nachlesen. Infos zu Ausbildungsstellen, Gehalt, Ausbildungsbetrieben und vieles mehr.